Hallo Leute und willkommen hier zur 10. Folge Redstone Bunker by the Joker. Und ich stehe hier über einem Spawner und zwar den mit den Lohn, die Zombies, die Lohn spawnen und hoffe, dass das jetzt auch funktioniert, denn wir brauchen ganz dringend Lohn. Es leckt hier schon wieder. Ja, wofür brauchen wir diese Lohn so dringend? Lohnrouten werden doch eigentlich nur für den, ja, für die Ofenanlage für die Kartoffeln benötigt und vielleicht kann man sie im Laden mittlerweile kaufen. Aber es gibt mittlerweile noch eine dritte Sache, wofür die benötigt werden. Ja, Lohnspawn, oder? Na, Tintenfischfarm, die läuft auch. Kaninchenfarm geht. Gut. Was ist mit meinem Lohn? Ah, die haben mittlerweile genug gespawnt, oder? Ne, das sind Emeralds. Wieso spawnt hier nichts? Warum spawnt hier gerade nichts? Jetzt auf einmal spawnen sie. Da gab es einen kleinen Rechenfehler. So. Nein, und da. Der Zombie soll da jetzt mal weg. Zack. Interessiert mich jetzt eigentlich mal, wie viel der einer hat. Nur zwei? Gut. Deswegen braucht er also so viel. Ne, die Lohren werden nämlich noch für was anderes verwendet. Wenn das jetzt funktioniert, kann man ja wieder weg. Und zwar habe ich im vorletzten Video, ich meine, es war das vorletzte, ich weiß es nicht, ja, euch was von einem dritten Job erzählt, beziehungsweise wir haben halt ein bisschen dran rumgebaut. Und heute wollen wir ihn fertig bauen, beziehungsweise weiterbauen. Ich hoffe, wir kriegen ihn fertig. Jedenfalls werden hier unsere Lohnrouten für die Öfen hier benötigt, welche hier unten sind. Dann habe ich hier noch angefangen, dass hier sollen am Ende, nein, nicht Trichter, sondern das sollen am Ende. Ach so, ich bin noch Spectator. So, hier sollen irgendwann Kakteen rein. Zack. Und dann können wir hier weitermachen. Welche Farbstoffe brauchen wir eigentlich? Also wir brauchen die Rohstoffe für die Farbstoffe und das sind rote Beete, glaube ich. Ja, rote Beete war es noch. Knochenmehl, also Knochen. Und dann kann man sich das craften. Das heißt, wir brauchen rote Beete und ich nehme jetzt mal Schilder. So. Da schreibe ich Kakteen grün. Kakteen, na, Mist. Kakteen, die werden für grün benötigt. Dann brauchen wir eine Redstone-Kiste. Und eine normale. So, Redstone-Kiste. Normale Kiste. Und zu guter Letzt noch eine Redstone-Kiste, oder? Nee. Dann schon Schluss. Also, dann brauchen wir Stufen. Und unsere Schilder. Wir haben gesagt, Kakteen, rote Beete, rot, und dann brauchen wir noch Knochen. Für Weiß, dann brauchen wir wie heißen die Tintenbeutel für Schwarz? Und was ich noch gerne haben würde, ist Gelb, aber bei Gelb weiß ich gerade nicht, wie.
der gemacht wird. Ich schau einfach mal schnell im Kleiderladen nach, was wir da noch haben. Blau. Lapis Lazuli. Ja gut, können wir machen. Blau. Grün können wir machen. Hellgrün. Blau und Gelb. Ja, blau und gelb ist das, was wir noch bräuchten. Gut, das kommen wir aber. Wir kümmern uns erstmal um die 3, das ist die 10. Folge, oder um die 4, deswegen wird es auch etwas länger. Ich werde in dieser Folge aber auch was cutten. Als erstes muss das hier weichen. Und zwar brauchen wir von hier. Nein. So. Bis hier unten. Mit R. Zack. Ja, jetzt haben wir hier einen schönen leeren Platz. Den können wir nutzen. Und zuallererst verbinden wir hier die Strecke für die Kakteen mit dem System hier oben für die Kakteen. Muss ich mal schauen, wie ich das jetzt genau mache. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier die Strecke schon mal verbunden für das erste. Jetzt brauchen wir einmal im IMS-System die entsprechende Abfahrt. Oh, da kam gerade der Nachschub mit Lohn. Also, das funktioniert. Das war Zufall, dass der jetzt halt kam. Der hat auch ordentlich was geladen. Gibt das jetzt ab und füllt damit die Öfen. So. Und zwar brauchen wir jetzt ein weiteres IMS-System. Ja, das brauchen wir. Und zwar, wir müssen irgendwie versuchen, nein. Das brauche ich. Also wir müssen versuchen, die Leitung so irgendwie zu legen, dass ja, dass die Züge hin eins davon aufnehmen und auf dem Rückweg es wieder abgeben. Also ein, was ist das? Kaktus. Also Kaktus. So, so brauchen wir es. So, könnte es gehen? Ja, so müsste es gehen. Irgendwie so in der Art. Wie genau, weiß ich selbst noch nicht. Denn wir müssen erstmal an dieses IMS-System anknüpfen. Und zwar nehmen wir da gleich mal die nächste Ebene. Wir machen das sehr kompakt. Dann Trichter. Die hier rein zeigen. Also eigentlich das Normale.
So, normale Schienen. Wobei hier. Ne, wir machen normale Schienen. Wie ich es gesagt habe. Dann machen wir erstmal hier hinten weiter. So, das kennen bestimmt auch alle, die regelmäßig meine Videos schauen. Hier habe ich jetzt ein kleines Problem, das man aber lösen kann. Oder? Kann man das lösen? Ja, kann man. Und zwar muss ich hier die Strecke kurz umbauen. Das hier wird abgerissen. Das Zeug despawnt eh irgendwann. Gott, irgendwas leckt hier gerade. Und dann noch mit Schienen schnell auskleiden. Ja doch, das müsste gut gehen. So, dann ist das in Ordnung. Und gleichzeitig haben wir hier sogar auch noch was Tolles gemacht. Wir können hier die Schienen schon bepowered abfüllen. Ja, das geht. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir brauchen jetzt da unten noch die Sache. Geht es eigentlich, wenn man hier einen Trichter durch? Ja doch, das sollte gehen. Dann kann man nämlich von irgendwo hier hinten eine Trichterstraße hernehmen. Gut, das war nicht so toll. Ja, das ist eine gute Idee. Denn wir können dann hier die Sachen abführen und dann werden die hier in diese Trichterstraße mit eingespeist. Das ist eine sehr gute Idee. Und ich brauche nicht mehr Dropper zu platzieren. Die Sache ist so, theoretisch wäre es möglich. Gut. Hier hat sich was verbuggt. Komm, ich schieb dich wieder dran. Ah! Daran liegt es, oder? Ja. Ich muss hier halbe Blöcke verwenden. So. Dann geht das auch. Ja, jetzt müsste es gehen. So. Gut, dann ist das Problem gelöst. Und das Problem ist nicht gelöst. Denn wir wollen hier Kakteen haben. Haben wir die noch irgendwo im Inventar? Nein. Also brauchen wir Kakteen. Ich habe mir die Kakteen jetzt mal aus dem Inventar geholt und fülle damit jetzt das IMS-Zeug. Oh, mittlerweile sind genügend Lohnrouten da. Ja. Aber damit nicht genug. Das gleiche müssen wir nämlich jetzt, das ist eingerichtet, nicht ganz das gleiche, sondern wir brauchen jetzt noch hier den Weg nach unten. Dazu nehme ich mir mal mein zweites Inventar.
Also die Dinger könnt ihr mit C und dann die Zahl von 1 bis 9 speichern und mit X und dann die entsprechende Zahl laden. Das ist eigentlich ganz praktisch. So, das leckt jetzt noch kurz. Leckt das. Eigentlich, eben ging's noch ganz normal und auf einmal leckt's. Nein, das war der falsche Block, der weggehauen wurde. Der obere muss weg. So. Jetzt. Ja, jetzt funktioniert's. Gut. Dann können wir hier runter uns bauen. Sehr gut. Und können uns hieran angreifen lassen. Ja. Dann hier Block, Block. Das nervt noch ein bisschen. Entschuldigung, dass es gerade so leckt, aber ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. So. Dann kommen hier diese Art von Schienen drauf. So, dann sind die gepowert. Hoffentlich funktioniert das. Kakteen haben wir. Oh, wir bräuchten sie nochmal. Aber gut, dass die hier auf der ersten Seite sind. So kann man die sich ganz schnell und einfach wieder erneut holen. Kakteen sind. Ah, hier sind sie schon drinnen. Noch besser. Gut, das ist gemacht, das ist gemacht. So, hier. Nein, das soll keine Kakteen drauf. Hier muss ein Quarzblock hin, damit mein Katz nicht bekommen. Und dann würde ich sagen, können wir den Kaktusholer einrichten? Und wie immer gehen wir einmal mit. Schauen, ob man den noch einholen kann. Gut, das leckt jetzt ordentlich. Da kommt er an. Fährt rein. Ich gehe schon mal vor. Nee, das leckt wirklich. Aber wenn man erst einmal über die Welt geflogen ist auf dem Rückweg, sollte das nicht mehr so lecken. Mein Computer ist halt, wie gesagt, nicht der beste. So, jetzt sind wir hier im Lager. Da kommt es jetzt auch an. Sehr gut. Fährt rein. Sollte sich die Kaktuskiste suchen. Ja, findet die auch sehr gut. Und kommt dann zurück. Ja, das sollte eigentlich geklappt haben. Jetzt ist nur noch die Frage, im IMS-System ist garantiert, dass es richtig abfährt. Das Problem ist nur noch hier hinten. Da sollte das dann gleich ankommen. Ja, da kommt es an und fährt es richtig ab. Nein. Ja, fährt. Also das Nein war, dass es da nicht abfahren sollte. Und da haben wir ein Problem. Wieso hat sich das Minecart nicht beladen? Zwei sind da, aber warum belädt sich dieses Minecart nicht? Sollte es eigentlich kein Watt-Switch geben. Der leitet sein Signal
Das. Moment. Ich klopfe mich da mal schnell frei, damit ich einen Einblick erhalte. Die Schiene wird also fremdgepowert. Klar, von dem Ding. Gut, das hätte ich vielleicht bedenken sollen. Deswegen müssen wir hier einmal kurz umbauen. Dass die Fremdbepowerung nicht da ist. Das ist einer der größten Fehler in Minecraft, den man machen kann. Nicht auf Fremdbepowerungen achten. So, das machen wir noch schnell. Kann man das, kann man den Block entfernen? Ja, kann man. Zack. So, jetzt sollte es gehen. Das funktioniert auch. Rote Beete brauchen wir als nächstes für roten Farbstoff. Oder? Ja. Ja, jetzt funktioniert es auch. Das seht ihr ganz schön hier. Aber auch Kakteen werden öfters geholt. Das ist so am Anfang nur so eine Sache. So, ihr habt jetzt gesehen, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge läuft, aber die Anschlussstation für die rote Beete, die bauen wir noch. So, wie viel Platz brauchen wir nach rechts? Zwei. Das heißt, wir müssen uns unsere Trichterstraße noch nirgends irgendwie hinbauen. Sondern die passt da noch irgendwie hin. Irgendwie so, na, das war ungeschickt. So, so. Das gleiche nochmal. Ne, das gibt eine Fremdbepowerung, das heißt, wir müssen doch noch eher ansetzen. Das Problem ist jetzt. Nee, ist kein Problem. Da hier ja eine Mauer ist, ja, dann kann man die Kiste von hier aus ansteuern. Ja, doch, das geht. Gut, dann ist das gut gegangen. So, jetzt. Zack. Die Fackel sperrt die den Trichter? Nein. Und. Ah, das könnte sein, das könnte sein. Nämlich, wenn hier rote Beete ist. Ja, dann ist der enabled. Das ist nicht so prickelnd. Gut. Aber das ist auch nicht schlimm, denn wir können einfach noch einen Trichter hinbauen. Dann kommt alles eins weiter vor und dann geht das auch. Und mein Handy muss ich jetzt endgültig stumm schalten. So. Dann können wir uns hier weiterhören. Das vibriert so laut, dass man hier sich nicht mehr konzentrieren kann. An so einem Freitagnachmittag hat man Konzentration ja bitter nötig. Wochenende steht ja vor der Tür. Also, ich weiß nicht, wann ihr die Folge guckt. Ich glaube, ich werde dir aber, wenn ihr mich nicht alles täuscht, werde ich die am Samstag, also morgen hochladen.
Kann aber sein, dass ich mich irre. So, jetzt brauchen wir Schienen. So. Ungefähr so könnte das sogar gehen. Ja. Die beiden hole ich mir dann irgendwie von hinten raus. Hier geht es jetzt weiter mit sowas und so etwas. Das ist noch schnell die Frage, ab an der Stelle kann ich ansetzen, oder? Geht das? Ja, das geht. Für den Weg nach oben geht das. Das ist gut, dann kann ich das hier verbinden. Wir bauen aber, bevor wir hier irgendwas verbinden, noch kurz, schnell und schmerzlos. Moment, wenn hier die Lore abfahren soll, muss das nicht gepowert werden. Das liegt einfach daran, dass wenn eine Lore abfahren soll, dass die dann immer auch noch ein Item aufnehmen kann. So. Halt, umgekehrt. Ich denke mir schon, was baue ich denn gerade? Nein, richtig. Ich hab's richtig gebaut. Ich hab's richtig gebaut. Und zwar, die zurückkommende Lore muss ein Item abgeben. So, hier müssen rote Beete rein. Rot. Da. Und ich behalte mir das gleich mal im Inventar. Oder machen wir es mal so, dann sehe ich mal erstmal die ersten 64 Mal, kann man das dann gut nachverfolgen, wie rot die Kleidung wird. Gut, dann kann man das verbinden und das mache ich jetzt aber nicht. Wir bauen noch hier schnell mit ein paar Commands. Nur so hellblau, was habe ich denn im Modeladen noch genommen? Außer hellblau. Gut, das war etwas blöd von mir. Aber das kann man ausbessern. Modeladen. Den Block, ja, das ist eine gute Idee, dass man da so einen Streifen herlegt. Das ist eine gute Idee. Und zwar so, irgendwie. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Dann kann man hier so einen Streifen und den Rest macht man mit Quarz. Frag mich, ob das. So, weil dann können wir alles lassen, wie es ist. Ja, das ist eine gute Sache. So, dann machen wir das nämlich von der Seite hier, dass wir hier noch eine Purpursäule legen und
Die Verkleidung mit dem Field Command kann ich ja selbst machen. Oder wollt ihr das unbedingt sehen? Nee, das wollt ihr nicht sehen. Oder wollt ihr das sehen? Also, falls es einige auch von euch sehen, mache ich die Aufnahme noch etwas länger. Zu den anderen sage ich, ich nehme mal was in die Hand, dass es nicht so aussieht, wie wenn ich euch gleich schlage. Ich sage Tschüss zu euch und sage, macht's gut, bis bald. Ciao. Ach so, und wer jetzt noch dranbleiben möchte, kann das gerne zu Ende gucken. Wie ich hier die Puppensäule dran tue. So ein bisschen bla bla bla. Drrr. Oh. Es zwingt euch ja keiner hier zuzugucken. Nee, da muss ich eher einen anderen pur Block nehmen. So, na, sieht auch nicht. Das sollte Mujang mal machen, so ein Block, den man hier als so einen gemeißelten Purpur, wie auch beim Quarz, muss man die Blöcke, die man sehr gut als Mittelstück verwenden kann. Das könnte Mujang mal machen, anstatt Wasserlogik zu verändern. Wasser fließt immer gleich. Malt. Das ist auch wieder so eine Purpurstufen können wir machen, oder? Ja, doch, das müsste gehen. Dann machen wir das auch mal gleich, damit es klar ist, wie das auszusehen hat. Irgendwo muss man dann auch nur einen Keycard Reader. Reintun. So. Keycard wieder reintun. Das können wir aber in der nächsten Folge machen. Wobei, nee, in der nächsten, also für alle, die noch dran geblieben sind. In der nächsten Folge habe ich eher vor, was am Admin-Raum zu machen. Darauf hätte ich gerade einfach Bock. So, das ist gemacht. Ne, den Command mache ich wirklich alleine. Und zwar ist es. Man braucht ja irgendwo einen Zugang. Muss man sich ja die Zugangskarte beantragen und so weiter. Und da habe ich gedacht, dass man hier irgendwie in den Admin-Raum so ein kleines Büro noch macht, wo man hier seine Belange bekommen kann. So irgendwie rechts am Admin-Raum. Oder hier. Hier wäre auch eine Idee, wenn man das hier hinter macht. Man kann ja zwei Schalter machen. Ja. Das wäre wirklich. Ja, doch, das ist eine Idee. Das ist eine gute Idee. Gut, ich sage dann auch zu den anderen Leuten, die jetzt bis jetzt noch so tapfer durchgehalten haben. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald.